Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste! Die sorbisch-wendische Minderheit ist mit ihrer Sprache und Kultur ein integraler Bestandteil unserer kulturellen Identität in Brandenburg. Zuletzt haben wir über den ersten Brandenburger Landesplan zur Stärkung der niedersorbischen Sprache oder Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt in Brandenburg ausbauen debattiert. Und Rot-Rot hat selbst das Sorbenwendengesetz initiiert, und das war gut so. Es ist durchaus befremdlich, wenn wir jetzt über die Erhaltung des Sorbischen diskutieren müssen. Sollte die Landesregierung nicht selbstverständlich sich darum kümmern und auch versuchen, diese Anliegen zu verbessern, gerade was die Sprachförderung angeht? Das war eigentlich klar und es war auch vereinbart. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, wie der ganze Hickhack um die Sorbenwenden-Schulverordnung jetzt zeigt. Die Entwurfsfassung der Sorbenwenden-Schulverordnung sieht für die Einrichtung von Lerngruppen in Sorbisch-Wendisch die schon angesprochene Mindestgröße von 12 Schülerinnen oder Schülern vor. Inwieweit das mit § 10 des Sorbenwenden-Gesetzes, welches Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, die niedersorbische Sprache zu erlernen, zusammenpassen soll, konnte die Landesregierung bzw. auch die hinter der Landesregierung stehenden Fraktionen nicht schlüssig erklären. Wieso die Mindestschülerzahl in der aktuellen Sorbenwenden-Schulverordnung erst gestrichen wurde und jetzt wieder eingeführt werden soll, erschließt sich mir schlicht nicht. Ja, man kann über eine Mindestschülerzahl reden. Eine Mindestschülerzahl darf aber nicht dazu führen, dass nur noch ein Bruchteil der derzeit existierenden Lerngruppen für den Sorbischunterricht überleben würde. Sie nehmen durch die Hintertür vielen sorbisch-wendischen Kindern und Jugendlichen den gesetzlichen Anspruch, die niedersorbische Sprache zu erlernen. Und das widerspricht auch dem Verfassungsrang der sorbisch-wendischen Sprache und Kultur in Brandenburg. Ich will Ihnen aber sagen, warum die Landesregierung an einer solchen Sorbenwenden-Schulverordnung herumdoktert. Man hat einfach festgestellt, dass man den selbst gesteckten Zielen nicht nachkommen kann und vielleicht nicht will. Bekanntermaßen kommt Können ja von Wollen. Man hat nämlich schlicht nicht genug Lehrer dafür. Etwa 70 Lehrer reichen halt nicht aus. Das ist ja eigentlich erfreulich, wenn ein höherer Bedarf da ist. Das zeigt ja, dass die Nachfrage da ist und schließt eigentlich auf eine positive Entwicklung, der man nachkommen sollte. Wir wissen natürlich grundsätzlich, dass Lehrer in Brandenburg Mangelware sind. Man versucht ja auch inzwischen aus anderen Bundesländern abzuwerben. Bei Lehrern mit sorbisch-wendischen Sprachkenntnissen funktioniert das nicht. Die könnte man höchstens aus Sachsen abwerben, aber da besteht auch kein Überfluss. Es funktioniert zudem nicht, sich die entsprechenden Lehrer einfach aus dem Ärmel zu schütteln, weil man die auch mal ausbilden müsste vorher. Auch hier hat die Landesregierung kläglich versagt, wie im gesamten Bildungsbereich. Die Mindestklassengröße ist also ein hilfloser Versuch, die eigene gescheiterte Bildungspolitik hier eben im Bereich des sorbisch-wendischen Unterrichts zu kaschieren. Es ist ein Unding, dass dies zulasten der Sorbenwenden und im Gesamten dann auch aller anderen Bürgern geht. Die Frage kann man ja fortspinnen, was passiert, wenn sich die Mindestgrößen für sorbisch-wendisch von Lerngruppen durchgesetzt haben. Kommt das auch für andere Fächer? Richtige Parallelen gibt es da eben nicht. Eine andere Frage ist auch noch interessant. Was macht die Landesregierung eigentlich, wenn sich das angestammte Siedlungsgebiet der Sorben erweitert und weiter wächst? Wie geht man dann damit um? Will man dann Schülern mit der Mindestgröße von 12 sorbisch-wendisch Lerngruppen ermöglichen? Das würde mich auch mal interessieren. Ich weiß wohl, dass es sich bei der Vorlage, über die wir hier diskutieren, um Referentenentwurf handelt. Bei dieser Landesregierung hat sich gezeigt, dass nur rechtzeitiger starker Widerstand sie manchmal von unsinnigen Plänen abzubringen vermag. Wir stimmen den Antrag von CDU und Grünen gerne zu und wollen unseren Beitrag leisten, das Sorbisch-Wendische in Brandenburg zu stärken. Vielen Dank. Vielen Dank für die